Mit wem auch immer ich über die Finanzmärkte spreche, jeder stellt die Frage, wie kann es sein, dass Gold weiter steigt? Wer kauft denn da eigentlich? Und das, obwohl der Dollar sehr, sehr stark ist, obwohl die Kapitalmarktzinsen immer weiter steigen. Wer ist das, der hier kauft? Und vor allem, was passiert da eigentlich? Sind da im Hintergrund bestimmte Dinge? Sind es die BRICS-Staaten, die kaufen? Inzwischen jedoch ist es so, dass selbst die Tagesschau über den Goldpreis berichtet. Wir haben heute wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht und die Dinge werden jetzt richtig heiß. Ist das ein Fluchtmedium? Es gibt ja genug Gründe für Gold. Wir haben geopolitische Turbulenzen, Iran, Israel, Taiwan, China, wie sie alle heißen. Wir haben die US-Wahlen, wir haben eine Fiskalpolitik, eine Schuldenorgie weltweit, aber vor allem in den USA, die sich gewaschen hat. Und wir haben Notenbanken, die jetzt nicht mehr die Inflation bekämpfen wollen, sondern nur noch die Zinsen senken wollen. Also da steht sich so ein bisschen gegenüber Dollarstärke und Kapitalmarktzinsen auf der einen Seite, gegenüber diesen fundamental sehr guten Gründen für Gold. Aber schauen wir uns mal an, wie derzeit die Lage ist. Hier sehen wir diesen neuen Anstieg bei Gold auf ein neues Allzeithoch. Der letzte sichere Hafen, so hat die Bank of America getitelt. Aber wir haben jetzt China, das Daten vorgelegt hat. Man kauft sogar wieder Schulden der USA, wenngleich keine Staatsanleihen, sondern Papiere, die besichert sind durch Fannie Mae und Freddie Mac, also immobilienbesicherte Anleihen. Die bringen etwas mehr Rendite. Man kauft also seitens Pekings keine Staatsanleihen. Aber China jedenfalls ist nach offiziellen Daten nicht der Treiber dieser Goldrallye. Dass die vielleicht heimlich zukaufen, kann schon sein. Aber sie weisen es nicht in ihren Daten aus. Und jetzt, gestern, ich vor der Tagesschau sitzen, jenem Medium, das ja so unfassbar zuverlässig ist wie früher die Bild-Zeitung. Und da sehen wir diesen Bericht, Goldpreis erreicht neues Allzeithoch. Das erste Mal, dass ich darüber sogar in der Tagesschau habe hören und sehen können. Ist das ein Verkaufssignal, ebenso wie damals, als irgendwelche Dinge dann in der Bild-Zeitung hier gepriesen wurden, wo gesagt wird, Mensch, hier totale Rallye, dann war es meistens der optimale Zeitpunkt, um zu verkaufen, weil dann eben viele Dickfische, die schon lange investiert waren, gesagt haben, gut, jetzt verabschieden wir uns, wir brauchen jetzt Käufer, die uns das Ganze nach dieser Party abkaufen. Wir haben jetzt ja immerhin über 30% in Dollar die Performance von Gold, wie gesagt, völlig losgelöst vom Dollarindex. Und damit wir mal wissen, über was wir sprechen, wir haben Gold, eine Marktkapitalisierung von um und bei 18,5 Billionen Dollar. Das ist um und bei das Fünffache dessen, was Apple hat. Die haben 3,5 Billionen, ebenso wie Nvidia. Also das ist das schwergewichtigste Asset, das wir in der Welt haben. Und wenn wir jetzt mal weiter nach unten gucken, dann sehen wir Silber schon mit deutlichem Abstand 1,9 Billionen und Bitcoin 1,3 Billionen, also deutlich kleiner. Das ist ein Dorn im Auge wahrscheinlich der Bitcoinistas. Aber wir haben Tudor Jones, der in den USA sehr bekannt ist, der heute gesagt hat gegenüber CNBC, also ich bin long Gold und Bitcoin, denn alle Wege führen zur Inflation, sagt er, das Defizit der Amerikaner, das ist so groß, egal wer jetzt die Wahl gewinnt, ob Trump oder Harris, dieses Defizit wird weiter steigen, da hat er natürlich einen Punkt. Und wenn wir uns mal den Vergleich Bitcoin zu Gold anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin ja vor allem zu Jahresbeginn eine starke Rallye hat absolvieren können, gegenüber Gold stark gestiegen ist auch, aber seitdem, seit März in etwa, da geht es relativ kontinuierlich bergab. Gold holt also deutlich auf. Wir sind jetzt noch nicht ganz da, wo wir zu Jahresbeginn waren im Verhältnis Bitcoin zu Gold, aber wir nähern uns der ganzen Geschichte. Bitcoin läuft ja nach einem kurzen Anlauf Richtung 70.000 nicht so richtig übergeordnet seitwärts, könnte man sagen, in letzter Zeit. Und da jetzt die Frage eben, was steckt da eigentlich dahinter? Mega-Anstieg, das alles entgegen der üblichen Marktlogik, also Dollar steigt.
Anlage, Renditen steigen, Kapitalmarktzinsen steigen und die Commerzbank sagt, pass auf, das ist hier halt der Zufluchtsort wegen Nahostkonflikt und US-Wahlen. Also vor allem zwei Motive macht man hier aus, Iran, Israel und diese Geschichten. Aber gucken wir uns mal die Aktienmärkte an, was die bepreisen. Es gibt ja Optionen, die hier solche Szenarien durchspielen. Man geht davon aus, dass die Bewegung, die Marktbewegung mit den US-Wahlen bei etwa 2% ist. Das wäre der geringste Wert seit vielen, vielen Jahren. Dann lesen wir bei CNBC solche Headlines, ja, die Wahlen könnten viel weniger ein Marktkatalysator sein, als viele Leute denken. Also ein Argument der Commerzbank, ja, die US-Wahlen, das ist ein Riesenthema, deswegen alle in Gold. Das scheint die Aktienmärkte zumindest nicht so zu interessieren. Hier haben wir also einen Widerspruch. Dann haben wir den Nahostkonflikt, jetzt aktuell eine Meldung, dass Israel, wenn es diesen Gegenschlag macht gegen den Iran, auch die Häuser von Israel, von den iranischen Offiziellen attackieren würde. Das wäre natürlich schon eine Eskalation, weil eben ja die Hezbollah versucht hat, das Haus von Netanyahu in Caesarea zu attackieren, das auch getroffen hat, nicht vernichtet hat, aber das hat Netanyahu als einen Mordanschlag auf sich selbst interpretiert. Aber nochmal zurück jetzt hier zu diesen seltsamen Marktsituationen, also steigender Dollar, steigende Kapitalmarktzinsen und steigendes Gold. Und wir sehen hier den Dollarindex. Seit Oktober geht es im Grunde nur noch bergauf. Und normalerweise hat Gold echte Schwierigkeiten, wenn der Dollar steigt, weil Gold ja gegen den Dollar gehandelt wird. Ich handle Gold gegen Dollar. Wenn der Dollar stark ist, dann ist natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass Gold dann irgendwie ein Problem hat, wenn es gegen ein anderes starkes Asset gehandelt wird. Und meistens ist dem auch so, diesmal aber nicht. Und warum ist der Dollar so stark? Eben weil die Märkte jetzt ihre Zinssenkungserwartungen so ein Stück weit zurückgenommen haben. Hier sehen wir diesen Chart, je weiter das nach oben geht, umso weniger Zinssenkungen sind erwartet. Hier haben wir die nächsten 12 Monate. Naja, so ein gutes Prozentchen soll es noch mit den Zinsen nach unten gehen in den nächsten 12 Monaten. Das ist aber viel, viel weniger, als schon längst eingepreist war. Den guten Daten sei Dank aus der US-Wirtschaft, die mit freundlicher Genehmigung der beiden Harris-Regierung veröffentlicht wurden und dementsprechend sehr hübsch ausgefallen sind. Und für hübsche Daten aus den USA interessieren sich die BRICS-Staaten weniger. Die wollen vor allem weg von dieser Dollar-Dominanz. Und wir gucken mal an, was die BRICS-Staaten, die ja derzeit tagen. Putin hat gesagt, wenn ihr hierher kommt, dann müsst ihr leider Bargeld mitbringen, weil Kreditkarten, das funktioniert nicht in Russland, gell, wegen die Sanktionen und so. Aber hier sehen wir, dass die BRICS-Staaten haben doch sehr erheblich, vor allem seit dem Jahr 2021, aufgebaut. Auch China, wenngleich eben seit Mai, wie gesagt, nicht mehr, aber vor allem Brasilien, Ägypten, Indien, auch Russia, diese Staaten, die sind gut dabei, was die Goldkäufe betrifft. Und hier sehen wir das nochmal, was versucht eigentlich Putin zu erreichen. Mit den BRICS versucht er eben diese Entdollarisierung fortzutreiben, indem man eben eine goldgedeckte Währung versucht einzuführen, dann Blockchain-Systeme versucht hier zu finden, Ripple und so weiter und so fort. Und wir sehen diese BRICS-Staaten, und das sehen wir hier rechts an der Grafik, die werden ja immer bedeutsamer, während die G7-Staaten an Gewicht verlieren in Relation zu diesen Staaten. Also das ist schon wichtig natürlich. Und wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Gold und Zinsen, Kapitalmarktzinsen zurückkommen, dann sollten wir auch sehen, dass viele Bereiche, da haben wir heute bei Finanzmarktwelt einen Artikel drüber geschrieben, gar nicht in der Inflationsberechnung in den USA vorkommen, zum Beispiel die hohen Kreditkartenzinsen, die ja für die Amerikaner eine Realität sind, eine Preisrealität, die immer weiter nach oben ging. Das wird aber nicht berücksichtigt, viele andere Dinge auch nicht, zum Beispiel Property Taxes, also Erwerbsteuer würde man sagen, oder Grundsteuern, Autoloans und so weiter. Also wenn zum Beispiel die Zinsen für die Autokredite steigen, dann sind das ja für die Leute steigende Kosten, die sie da gegenwärtigen. Aber all das kommt nicht vor. Und das ist wahrscheinlich einer der Punkte, warum sich Harris und Biden so ein bisschen schwer tun, obwohl die Wirtschaft ja offiziell so ganz toll läuft, dass die Leute sehr unzufrieden sind. 79% der Amerikaner sagen, wir sind auf einem falschen Weg. Ist Gold eigentlich teuer? Und da kommen wir dann auch nochmal zurück zum Thema Inflation.
Und hier sehen wir mal Gold, wenn Sie jetzt sich mal fokussieren auf rechts hier, 224 Gold, also über 2700 Dollar. Aber jetzt gucken wir uns mal die zweite Spalte an, monetäre Basis in Dollar. Und die dritte Spalte, Geldmenge M3 in Dollar. Und dann sehen wir, die sind so überproportional massiv gewachsen, viel stärker gewachsen als eben der Goldpreis, wenn man so will. Dementsprechend ist Gold in Relation zu dem, was da an monetärer Basis, an Geldmengen hier, letztendlich entstanden ist aus dem Nichts, immer noch vergleichsweise sehr günstig und der Anstieg sehr, sehr moderat. Wenn wir das also mal in diesen historischen Kontexten uns anschauen, kurzer Blick mal auf Charttechnik, wir könnten vielleicht noch ein Stück rauf, dann wäre schon mal eine Korrektur drin, wie die obere Grafik hier zeigt. Das ist ja schon praktisch unkorrigiert jetzt weitgehend nach oben gelaufen. Auf der anderen Seite hätten wir da oben, wie der untere Chart zeigt, nochmal eine Trendlinie, die wir anlaufen könnten. Was passiert mit den Renditen? Das ist ja auch sehr wichtig. Wenn die weiter steigen, wird vielleicht auch für Gold mal die Luft ein bisschen dünner. Und wir sehen, die sind sehr, sehr stark gestiegen. So stark, dass Jim Cramer, der Börsenclown von CNBC und Kontraindikator, sagt, ja, also keine Panik wegen den höheren Renditen. Aha, das sollte uns stutzig machen und die Renditen steigen jedenfalls, weil, oder zumindest ist es auffällig, dass das zeitlich parallel lief zu dem Zeitpunkt, als Trump, der ja so ein bisschen in der Defensive schien, in der Zeit der Kamala Harris Euphorie plötzlich wieder zulegen konnte. Und je stärker er zulegt, umso stärker steigen die Renditen, weil man eben davon ausgeht, dass Donald dann in Sachen fiskalischer Disziplin noch weniger diszipliniert ist als die ohnehin sehr undisziplinierte Biden-Harris-Regierung. Hier sehen wir das mal, was zumindest Morgan Stanley hier berechnet. Nämlich das Defizit respektive eben wie die Dinge letztendlich negativ laufen in Sachen Defizit. Und da sehen wir, unter Trump wäre das noch deutlich mehr, wenn also ein Republican Sweep, ein Durchmarsch der Republikaner Präsidentschaft, Abgeordnetenhaus und Senat, alles in republikanischer Hand wäre, dann wäre das so zumindest Morgan Stanley noch fiskalisch ungesünder, als wenn es die Demokraten machen. Das muss man dann immer sehen, aber das ist so ein Szenario, was die Wall Street nicht so toll findet, nämlich einen Sweep, also einen Durchmarsch einer Partei. Abschließend noch zwei Empfehlungen. Im ersten Teil hier Goldpreis mit Mega-Anstieg. Nochmal hier die ganzen Faktoren, die in Gold reinspielen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Gerne weiterempfehlen. Und dann natürlich der zweite Teil Gold. Über BRICS-Staaten und so weiter haben wir jetzt gesprochen. Jetzt wollen wir mal sprechen über die Perspektive des Euros. Da geht es ja eigentlich konstant bergab. Wir wollen sprechen über die Amerikaners und wir wollen sprechen über die fast schon desolate Lage von Kanzler Scholz und den Seinen, die im Grunde einen Nackenschlag nach den anderen bekommen, aber am Scholzomaten prallt das weiter ab. Würde mich also sehr freuen, wenn Sie diese super spannenden Informationen im zweiten Teil dann sich angucken. Den Link packe ich wieder unten drunter und sage jetzt erstmal Servus, bis gleich.